Ja, das ist ein sommerliches Horoskop. Saturn im Trigon zum Uranus und am 4. war Mars-Uranus-Quadrat exakt, also der hitzige Mars-Uranus im Quadrat. Da flog dann und stürzte dann ein Flugzeug in der Schweiz ab. In den Bergen, 80 Jahre alt, war der Flieger, aber da kann man immer noch etwas verdienen. Flog herum und ja, Mars-Uranus stürzte dann ab. Also, ich wäre in keinen Flieger gegangen unter dieser Konstellation, das dürfen Sie mir glauben. Und auch sonst nichts. Und das war exakt 80 Jahre alt das Flugzeug und 20 Menschen, 9 Paare und Einzelmenschen. Schreckliche Katastrophe, die wirklich nicht hätte sein müssen, weil eine 80-jährige Lokomotive, das kann man gelten lassen, ja? Aber ein 80-jähriges Flugzeug, das stürzt nur einmal ab. Lokomotiven sind am Boden. Und Flugzeuge sind in der Luft und nach 80 Jahren ist kein Flugzeug mehr. Aber lassen wir das reklamieren, ja? Sonst schließe ich mich denen an, die da hier. Das ist Uranus Pluto, also von der Höhe Uranus. In die Tiefe, in die Unterwelt. Ganz langsame Achse, und wenn man die ins Quadrat legt, ist sie exakt auf dem Aszendenten. Man sieht ihn nicht einmal mehr. Hier ist er angeschrieben. Das ist genau um 10 vor 4, 15:50 Uhr, am 4., als der Aufprall oder der Absturz stattfand. Und es geht eigentlich um diesen Uranus, der oder um den Saturn, der sich immer, die sich immer mehr einander annähern. Hier ist der 4. noch. Und da kann man dann sagen, die Sonne ging auch gerade noch kurz vorher am halben Tag über den Saturn hier, die Sonne und der Mars eben über Uranus und dann der Merkur, also die standen still, ja, und der Uranus, der hat umgekehrt. Das dauert ja etwa 14 Tage, wenn bis Uranus umgekehrt hat, ob in welche Richtung auch immer. Und das gibt auch diese Hitze, also hier noch die Trennung dann Sonne zwischen Saturn und Venus. Es gibt auch dieses Hitzejahr, also dieses Jahr der Hitze vom Jahrhundert. Ja, da müssen Sie nur noch sagen, heute wird es wie morgen und umgekehrt natürlich, morgen wird es wie heute. Und heute war es wie gestern. Nur wenn der Umschwung dann kommt, dann haben Sie mehr Mühe. Das ist, weil Mars Saturn sich da ständig um den Pan, also um den, und Saturn Uranus ist hier, ja, um den Pan, also um Pluto, die Natur. Hier sehen Sie Mars Saturn auf der Sonne, als der Absturz war, genau. Und auf dem Chiron, Opfer, war der Mars, die Venus kam hinzu, auf dem MC, der Mondknoten und so weiter.
Und eben der Uranus wurde rückläufig in der Nähe vom Pollux, dem Wendegestirn und Merkur und Neptun und Mars und Pluto und Saturn, alle sind rückläufig. Nur Venus und Jupiter nicht. Und wie das funktioniert mit diesem Saturn-Uranus, also man fragt sich ja immer, warum ist Saturn-Uranus also so schlimme Achse? Das hat mit dem Kreislauf zu tun, also mit dem Blutkreislauf, mit jedem Kreislauf. Die sind jetzt auch am Ende, also Türkei zum Beispiel ist finanziell am Ende. Die war immer am Ende, aber man sah es nicht. Die machen nur noch in alle Welt, machen jetzt, arbeiten sie mit Sanktionen, ja. Weil Mars, Uranus, Mars zum Uranus, das ist das Ticken der Uhr, ja, das ist der Kreislauf von den Finanzen, von der Wirtschaft, von allem, also von jeder Art Geldkreislauf und auf der Sachebene. Das bezieht sich natürlich nicht nur auf das Herz. Und wenn jetzt Mars den Uranus verliert, und Mars spüren wir immer, das ist die Angst, ja. Also die Angst macht ja Herzklopfen. Das kann bis zur Erregung gehen, aber das ist nicht so gefährlich, also bei ganz alten Menschen, wie wenn der Mars auf Saturn kommt und dann dieses Herzklopfen abstellt. Also wenn das Herzklopfen aufhört, ist das Herzstillstand. Wenn das nicht aufhört, sondern wie mit Uranus pocht und pocht, dann ist das Angst. Unser Urgefühl. Also, wer Angst hat, muss keine Angst haben, dass ihm das Herz abstellt. Wer aber sagt, ich habe alles im Griff, und weil er das sagt, hat er vielleicht Mars Saturn, dann könnte das diesen Kreislauf und dieses Ticken der Uhr blockieren. Jetzt mache ich mal Saturn Uranus zusammen. Das ist natürlich klar, dass dann das hier hinkommt. Und gehe einige Tage weiter. Und jetzt sehen Sie da am 7., 8., aber das wirkte schon 14 Tage, dass er hier rückläufig wird. Hier hat er das Strichlein unten bekommen. Das hat er dann am anderen Tag nicht mehr, weil das Programm macht das einfach genau, das Strichlein, aber er ist dunkel, nicht so blau wie die Sonne hier. Ist dunkel und jetzt ist er rückläufig, jetzt sind alle rückläufig. Und ich habe gesagt vorher, auch Uranus war rückläufig schon, also gestern, vorgestern, die letzten 14 Tage. Und Merkur eben auch noch. Und an einem Beispiel möchte ich Ihnen jetzt zeigen, wie Uranus und Saturn eben die Kreisläufe blockieren oder in Schwung bringen. Und in Schwung kann Uranus bei der Umkehr einen Kreislauf nicht. Also das ist nicht möglich. Ich meine, wir haben Hitze und leiden unter Kreislaufschwächen, wenn wir nicht jung und vital sind. Also es gibt sicher Leute, haben Kreislaufprobleme jetzt oder Kollapse oder irgend so. Und das ist, weil der Saturn beim Uranus ist und diesen Uranus einfach jetzt, also den Kreislauf hemmt. Und das Gleiche können Sie in der Wirtschaft sehen. Nicht nur die Türkei, die jetzt dann da um das Doppelte, also die Ersparnisse bald draufgehen von allen,
sondern und Schulden hat, oder? Von Amerika fast 1 Million, von der EU über 1 Million, 1 Milliarde. Und auch in Amerika, die haben dort Bürgerkrieg, also verbalen Bürgerkrieg, diese Deep State-Sachen, das ist Hitze, ja. Also die sind alle Menschen sind jetzt sehr schnell erhitzt oder dann erlahmt und blockiert, je nachdem, ob der Saturn oder der Uranus die Oberhand gewinnt. Weil es ist auch nicht lustig, also Mars-Uranus Quadrat, aber das ist Erregung, höchste Erregung, aber es wird sicher nicht dann das Herz betreffen. Aber wenn der Saturn dabei ist, natürlich schon. Weil dann ist das Ticken da, ja? Uranus und Mars, die haben irgendeine Verbindung, das ist jetzt nicht hier in einem Winkel. Die haben immer eine Verbindung. Und dann kommt der Saturn dazu. Und blockiert diese Mars-Uranus-Geschichte, also Verbindung. Und ja, dann haben wir keine Angst mehr. Dann haben wir Sicherheit. Dann sagen wir, wir haben es in der Hand, Mars-Saturn. Aber dafür klopft dann nichts mehr. Das ist dann aber auch mit dem Herzen so. Da gibt es sogar in YouTube und überall, also auf Internet gibt es Geisterjäger und solche Dinge. Es klopft dann nicht mehr. Also die wollen, dass es nicht mehr klopft, oder? Also es klopft ja gar nicht. Das ist ja alles Quatsch, aber sie wollen, dass es nicht mehr klopft. Also sie rennen Mars-Uranus nach. Und renne dann in den Mars-Saturn hinein, was ja viel gefährlicher ist. Mars-Uranus ist nicht gefährlich, das ist Durchsetzung auf normale Art. Gut, wenn es ein Quadrat ist, dann erregt man sich oder macht einen Unfall. Aber das ist nicht, dass das Herz dann einfach zwangsläufig langsamer, blockierter und gehemmter ist. Sondern das sind dann einzelne Leute, die noch andere Konstellationen haben, die einen Unfall bauen, wie eben am 4. jetzt das geschehen ist mit dem Flugzeug, weil es zu alt war. Saturn. Es war ein Mars-Saturn-Vehikel, 80 Jahre alt. Das benutzt man doch nicht mehr. Eine Dampflokomotive ist dann etwas Schönes, aber ein Flugzeug ist etwas Gefährliches, ein 80-Jähriges. Also kann man im Nachhinein immer sagen, sagen Sie jetzt, ja. Ja, da möchte ich noch da diesen sagen, die dann sagen, also die dann schreiben, man hört keinen Ton. Ja, das höre ich dann auch. Also ich höre dann auch, das ist kein Ton. Ist, aber es gibt Leute, ob die nun auf dem Balkan wohnen oder in Nigeria oder auf der ganzen Welt, die wünschen das, weil die keine Programme haben, wo die Sonne, die Distanzen zur Sonne, also die Halbsummen und Distanzen zur Sonne laufend pro Tag angezeigt werden. Und wenn dann irgendeine oder einer oder jemand dann schreibt, ohne Gruß, ohne Name, einfach kein Ton. Und dann drei Fragezeichen dahinter oder zwei. Und alle liken das aus diesem Kommentar, aber das Video nicht. Oder auch andere Videos nicht. Nehme ich jetzt mal an die, die das liken, weil das noch zu liken, also einen negativen Kommentar noch zu liken. Also zu disliken meine ich. Natürlich habe ich auch schon ein Video dies geliked. Aber ich habe es geliked.
Aber dass ich dann einfach ohne Ansprache und so dem anderen meine Mittelmäßigkeit vorschreibe, das geht ja dann wirklich so weit. Also ich entscheide, was ich bringe und was ich da aufs Internet stelle, und das lasse ich mir von niemandem vorschreiben. Also es tut mir leid, ja, dass sie das meinen, dass sie tatsächlich, also ich meine, diese Leute, die mir da geschrieben haben, so nicht mal mit Grüßen und so, und andere sind so lieb und nett. Also einer hat geschrieben, jetzt hat er schon zum zweiten Mal wieder ein Gedicht von mir gehört, und es gefällt ihm immer noch unheimlich gut oder sehr, sehr gut. Er sei berührt davon. Und wissen Sie was? Ich bin berührt von ihm oder von ihr. Ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ich bin berührt, dass ein Mensch so etwas sagt. Wenn er dann sagt, können Türke keinen Ton. Und ich dann hingehen würde und das liken. Also da würde ich mich fragen, warum macht er keinen Ton? Weil das jemand gewünscht hat. Aber ich bin niemandem Rechenschaft schuldig. Aber es hat jemand gewünscht, und ich habe das jemandem zuliebe getan, weil die nicht Programme haben. Manche haben gar keine. Aber vor allem haben sie eben nicht. Ja, Programme haben sie schon, man kann ja irgendwo gratis eins so runterladen, aber sie haben nicht den Sonnenlauf. Ja. Und darum ging es. Wenn jemand ein bisschen, er muss aber nichts verstehen, aber er soll dann mir gefälligst nicht vorschreiben, was ich hier auch noch zu tun habe und wie ich es ihm servieren muss und soll und darf. Danke, dass ich das darf. Gut. Allen anderen danke ich an dieser Stelle. Das ist ein Anlass. Gerade gut, wieder allen zu danken, die dann sogar noch geschrieben haben. Ich wünsche dir Glück oder alles Gute und so. Also das ist ja wirklich nett. Das meine ich ohne Ironie natürlich. Und das andere nur mit Ironie. Ich bin denen nicht böse. Ich staune nur, was sie für eine Kinderstube haben. Oder für Gefühle, für Gefühllosigkeit, für. Nein, ich möchte es nicht kommentieren weiter. Gut, hier sind wir beim 18. Da ist dann das schon ganz nah und da kommt die Sonne drauf. Ja? Und der Polus ist auch drauf. Allerdings hatten vorher die Banker und die Spekulanten Glück da. Also nicht nur vorher am 19. Einfach um diese Zeit herum. Oder die, die dann da wieder zuschlagen, haben fast noch Glück wieder darin. Oder eben verspekulieren sich, was ja auch Jupiter Neptun ist. Aber darum geht es nicht. Ich möchte diese Mars ist ja rückläufig, ja, noch länger. Merkur nicht mehr so lang, aber das spürt man, wenn alle Planeten außer Venus und Jupiter rückläufig sind. Ich möchte diese Saturn-Uranus, diese Gegensätzlichkeit habe ich eigentlich schon genannt, indem ich sage, der Uranus treibt den Mars an, also die Uhr, das Herz, die Geldkreisläufe, die Wirtschaftskreisläufe. Allerdings auch das Spiel dann, wenn der Saturn dazukommt mit Sanktionen. Oder liefern wir den aus, den Gülen oder so, dem Erdogan oder so, und der Erdogan wieder erpresst dann wieder. Also das ist ein ganz auf der, ich finde das übrigens nicht die höchste Ebene, aber ich sage auf der hohen Ebene
der Politik ist es dann ganz ekelhaft, zu beobachten, was sich unter solchen Konstellationen abspielt. Ja. Da noch dies mit dazu, was man ja eigentlich als positiv sehen müsste. Und das in der Hitze, in dieser Hitze, ja, wo ja auch Mars Saturn immer um den Pan, also um den Pluto herumturnt, ja, in der Nähe. Hier ist Mars Saturn, ja. Und in den Quadraten da ist der, war er bei Pluto, kommt jetzt zu Neptun, ja. Also am schlimmsten ist, dass er die Halbsumme Mars hat und beim Mars selber ist. Das ist, in Amerika haben sie Bürgerkrieg, also so irgendwelche Babyfaces von CNN, Jimmy Acosta oder irgend so. Die fragen nicht über Nordkorea, über Syrien oder über den Irak oder wie viele Tote gab es da und dort, sondern die zeigen am Himmel einige Wolken, einen Engel auf Fox. Also gut, Fox geht noch, würde ich sagen, teilweise. Und holen dann einen Pfarrer, also einen Experten, ja, der muss dann noch dazu reden, ob das ein Engel war und was er dazu denkt und so, dass diese, es sieht wirklich aus, es sah aus wie ein Engel, das Bild, aber, also es ist ja schon ungeheuerlich, ja. Also, da wird ein Experte dann noch, muss, die Verbindung muss man herstellen zu dem und so weiter, und da wird dann geredet darüber. Also hier Mars Saturn beim Mars. Das ist ja auch nicht hübsch, ja. Dass der Mars da muss. Ja, das ist die Hitze, die Sommerhitze, wo sie voraussagen können, weil sich nichts ändert. Manchmal sagen sie um 4:48 Uhr und manchmal sagen sie, ja, es ist schwierig hier genau, also ich weiß ja nicht, warum es Wetterprognosen gibt, also die sagen doch, was das für einen Unterhaltungswert hat, also es kommt ja immer an, und bei alle paar Kilometer ist es ja auch anders, also wir hatten Gewitter und es war überhaupt nicht von Gewittern die Rede. Die waren nicht angekündigt, aber es war heiß und es blieb heiß und das ist das Abkühlen. Können Sie das weiter sagen, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Aber es ist natürlich ein bisschen langweilig. Also diesen Saturn-Uranus mit Mars habe ich jetzt gesagt, also es läuft alles normal mit Mars Uranus und Mars ist die Angst, aber Uranus klopft weiter, das Herz klopft weiter, die Kreisläufe gingen weiter, aber wenn Saturn dazu kommt, ist Schluss. Auch für die Türkei, auch für Amerika schlagen sie einander. Ist gefährlicher als Mars Saturn, weil Mars Saturn geht schnell vorbei mal, aber wenn Sie so dann den Uranus dabei haben, dann dauert das. Und zeigen kann man das an einem Beispiel, das sehr tragisch ist, weil das ein sympathischer Mann, ein Politiker war, aber das ist jetzt doch schon 15, fast 15 Jahre her, dass er plötzlich gestorben ist und wenn man seinen Namen eingibt im Internet, dann wird da erzählt, warum oder was er gehabt haben könnte oder die Untersuchungen seien nicht abgeschlossen oder irgend so. Also alte Artikel, aber
Dieser Mann schlief einfach ein und erwachte nicht mehr. Es war Günter Rexroth, der war, glaube ich, mal Innenminister, Frau Möllemann, der ja auch starb. Und der hatte, als er starb, das war am 19. August 2004, er ist geboren am 12. September 1941. Ich habe hier keinen Aszendenten und kein MC. Und der Mond stimmt auch nicht absolut, aber das andere stimmt. Und er hatte den Jupiter auf der Sonne, als er starb. Also nicht ganz exakt, aber auf dem Mondknoten. Aber im Quadrat zum eigenen Jupiter. Aber das kann es ja nicht gewesen sein. Das sage ich nur, dass der Wechsel, das Übergehen, auch mit Jupiter, man nennt Jupiter Glück, verbunden ist. Das ist für die Hinterbliebenen eine ganz andere Geschichte. Die sehen das mit ganz anderen Augen, das ist ja klar. Und das ist ein Drama. Der Mann war 62 oder knapp 63. Und zwar gesund aus, aber 14 Tage vorher noch oder eine Woche sogar in einer Talgrunde und hat dort politisiert, also hat dort geistesgegenwärtige argumentiert und schlief einfach ein und erwachte nicht mehr. Und da könnte man natürlich sagen, wenn er jetzt 100 Jahre alt wäre, das ist ein schöner Übergang, aber der war nicht 100 Jahre alt, sondern nur 62 und das ist zu früh. Denn er sah gut aus, also sah gesund aus. Und was für eine Krankheit er da gehabt hat, wenn er ja noch an diese Talgs gehen konnte. Das weiß ich nicht. Ja, schauen wir sein Horoskop an und jetzt nicht einfach Kraut und Rüben und alles da, sondern zwei Konstellationen oder drei. Also die Sonne, da dieser Polus steht noch auf der progressiven Sonne, das Rote ist progressiv, das Mittlere hier da ist der Transit und innen natürlich das Radix. Also Günter Rexroth hatte Saturn Uranus. Das sehen wir hier im Radix schon. Und er ist auch geboren worden mit einem rückläufigen Mars, muss man auch dazu sagen. Nur habe ich gesagt, wenn man mit einem rückläufigen Planeten geboren wird, dann gewöhnt man sich daran. Das ist dann nicht Comey, James Comey oder Robert Mueller oder Obama mit rückläufigem Uranus und während dem Leben stattgefunden. Und bei Comey der Mars und so. Und bei der Clinton auch der Mars. Und das ist dann etwas anderes. Die sind auch gar nicht zu vergleichen. Der Herr Rexroth, also Günter Rexroth, ist ja mit dieser Bande gar nicht zu vergleichen. Also er hat sich an diesen Mars rückläufig da schon gewöhnt. Sie sehen, hier ist jetzt er drauf. Und der Mars lief nur von hier bis hier. Rückläufig natürlich. So, ja. Und jetzt in diesem Jahr, genau 2004, also Ende 2003, im Dezember war es exakt, hätte dann der Mars da wieder ein Strichlein erhalten. Ich zeige es schnell. Sehen Sie, jetzt hat er ein Strichlein erhalten. Das ist jetzt im Januar 2004, aber das geht ja ein Jahr, zwei, drei, vier Jahre, bis ein Uranus oder ein Mars progressiv, sogar
eine Venus, progressiv meine ich, nicht im Transit geht es 2, 3 Wochen, ja. Aber beim Mars geht es länger und dann die ganze Zeit, weil den spüren wir immer. Aber beim Progressiven, das geht ja Jahre. Und da, das fand statt, als er starb. In diesem Jahr. Also das 7 Monate, 6 Monate von der absoluten Exaktheit, die es wohl gar nicht gibt, jetzt rein von den Ephemeriden. Absolut exakt. Aber weil wir ja die Zeit nicht haben. Aber also der kann sich da nicht viel bewegen. Da geht es um Sekunden jetzt. Ja, aber daran, das kam nur noch drauf eigentlich. Das viel Wichtigere ist dann, hier ist Mars Saturn. Mars Saturn ist natürlich auch rückläufig zurückgewandert, ja. Und der steht jetzt exakt auf dem Merkur da. In Opposition. Exakt. Sie sehen es dann auf der Linie. Und hier ist die Lilith zu Uranus noch gekommen und kam da über Saturn. Aber das ist nicht das Drama. Das Drama sieht anders aus. Das ist hier zu sehen. Hier ist die Sonne, da ist der Transit Pluto und hier exakt auf der Sonne ist der Saturn gelandet. Gelandet, sage ich, weil zur selben Zeit, er kam von hierher, der Saturn. Er kam so hierher. In diesen 62 Jahren, wo er gelebt hat, bis er exakt auf der Sonne stand, er wäre dann weitergegangen zum Jupiter und Pluto. Dazu kam es nicht mehr, aber der Pluto kam im Transit dazu, also die Unterwelt. Und das ist exakt dann geschehen, als der Uranus umgekehrt den Saturn erreichte, also hier unten ist er. Sehen Sie, der Uranus. Kam auch und hat hier den Saturn erreicht. Und zwar auch exakt. Also der hatte einen schnellen Uranus eigentlich. Der hat ihm wahrscheinlich geholfen. Der hat ja dann viele Halbsummen und Distanzen frequentiert. Also meiner ist nicht so schnell oder ihrer oder jedem seiner. Das ist ein ziemlicher. Er hat eine ziemliche Distanz von ihr nach ihr gemacht. Beim Saturn kann man es verstehen, dass er von hier nach hier, also auf die Sonne läuft. Und diese zwei sind unvereinbar. Saturn sitzt jetzt sozusagen, wenn man will, auf dem Herzen, ja, blockiert. Und Uranus wird von Saturn gebremst. Also doppelt. Und der Mars kehrt noch um. Das können wir mal vernachlässigen. Der Pluto sitzt auf dem Merkur. Da hat er sicher auch unterweltliche Überlegungen gehabt, aber das weiß ich nicht, das kann ich nicht unterstellen. Ich kenne sein Innenleben nicht. Nur diese zwei Dinge, so große Planeten, also so langsam äußere, Uranus da zu Saturn, also hier unten, oder ist er jetzt? Das ist ja die Progression, das Rote. Und Saturn gleichzeitig
zur Sonne, also auf die Sonne. Das ist natürlich, ja, was soll man da noch sagen, ja? Also wirklich, was fällt einem da noch ein? Da müssen nur noch, wo ich jetzt nicht weiß, Aszendent, MC und der exakte Mond etwas dazukommen, aber da muss nichts mehr dazukommen. Diese Exaktheit, Gleichzeitigkeit von beidem. Also, vier, achtstellig, ja, sozusagen. Achtstellig musste Exaktheit erreichen. Das ist ja, das ist sehr unüberwindlich. Hier haben wir noch Sonne Saturn und da saß ihm der Pluto drauf. Der ist auch ziemlich weit gekommen, von hier nach hier, 62 Jahren. Da dieser rote Strich ist der Pluto. Auf Sonne Saturn, den Pluto, ist auch nicht günstig. Und eben hier. Uranus auf Saturn und da ist noch der Neptun in der Nähe von Uranus. Aber gut, lassen wir den. Braucht es auch nicht, hat er aber sicher einen Einfluss. Und so eine Saturn gegenüber den Radix-Mars. Und auf der progressiven Sonne, vorher war der Saturn auf der Geburtssonne in den disharmonischen. Oder? Hier. Saturn auf der Geburtssonne. Und jetzt ist der Saturn transitär auf der progressiven Sonne auch noch. Und zwar an diesem Tag. Was ist dann der Tag, wo er starb? Das andere könnte man ausdehnen auf, ja, auf das ganze Jahr. Aber das ist dann der Tag auf diesem Merkur, wo die Sonne drüber ging. Wissen wir ja, hatte er die andere Achse, nicht Sonne Saturn, sondern Mars Saturn. Ja. Das war dann der Tag, wo es geschah. Also wo er nicht mehr erwachte und progressiv befand sich der auf dem Neptun und diesem Wendegestirn. Polus. Aber das da, das ist viel, viel schwerer, also wiegt viel schwerer. Und wenn man noch einen großen Teiler, einen anderen, den Siebner einstellt, was so 51 Grad ergibt, dann sehen wir, dass Neptun noch auf Uranus war. Neptun und Uranus, das ist ja das Jenseits. Und da war noch die Polus drauf und Neptun, Uranus, das ist die Jenseitsachse. Also das ist ja, das ist der Übergang. Bei allen, aber hier war die Sonne, kam die Sonne dazu. So oder so, also da ändert die Zeit überhaupt nichts. Und auf diesem Uranus da stand hier der Saturn, also kam der Saturn dazu und die Sonne ging dann über den Saturn. Ja, das da kommt also noch dazu, dass sonst nirgendwo ist. Man könnte manchmal sagen, ja gut, kann man noch in einem anderen wichtigen Teil eine Chance erkennen, aber das
geht nicht. Man fragt sich ja auch immer, sagt ja auch immer, ja, im Nachhinein. Aber das ist natürlich nicht im Nachhinein. Das sind jetzt 10 Jahre, über 10 Jahre. Sondern das ist so exakt. Also es kann auch ein Astronom oder ein Astronomius oder so nicht bestreiten, weil das sind ja keine Schnellläufer wie Venus oder so. Schauen Sie mal die Exaktheit an. Obwohl ich nicht einmal seine Stunde weiß. Und dann fragt man sich ja, aber warum kann man dann nicht voraussagen? Also warum stimmt es immer im Nachhinein und voraus nicht? Das ist ganz einfach zu erklären, weil der Verstand sich weigert, wenn man bei jemandem so etwas sieht, dummerweise, weil man ihm vielleicht, also als ich noch früher beraten habe, habe ich manchmal auch schwierige Dinge gesehen, obwohl ich etwas anderes zu suchen hatte. Aber dann setzt der Verstand aus, das macht man nicht, das sagt man dann nicht und man geht dann auch nicht weiter, um nicht zu projizieren, weil das ist sehr gefährlich. Also ich habe einen alten Freund, einen Psychologen, der hat mir erzählt, ein Astrologe hätte mal seinem Freund, also nicht ihm, sondern einem Bekannten von ihm, nein, seinem Freund, gesagt, natürlich auf Wunsch, eine Beratung irgendwie oder sowas, er würde sterben. Und dann habe er 14 Tage später angerufen und gesagt, er hätte sich geirrt, er würde nicht sterben. Und er ist dann selber gestorben, dieser Mann. Dieser Astrologe. Also man muss da vor Projektionen aufpassen. Und darum kann man nicht und will auch nicht. Und man kann nicht voraussagen. Man kann noch so viele. Nun gut, darum zeigte ich es Ihnen hier. Das ist wirklich etwas ganz Dramatisches und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, etwas unweigerlich Folgerichtiges. Aber noch dazu, der Bruder dazu, aber gut, der war ja eine Woche, zwei darauf, der Bruder im Transit. Aber dass die beiden, der Saturn auf die Sonne und der Uranus auf den Saturn hier zur gleichen Zeit kommen, so groß, da brauche ich dann Mars-Saturn und Sonne-Saturn gar nicht mehr. Die kommen mir dann entgegen, ja. Also das sehe ich dann, dass die auch beteiligt sind, ja. Markant. Aber selbst da, und das noch der Pluto auf dem Merkur, der hockt mir auch, saß ihm auch schon lange drauf, ja. Dann gibt es noch die Sonne und die halbe Sonne, ja, da auf dem Dings. Aber das ist also gut. Das hat er, das kann man erleben, fertig. Aber das da und das da, zeitgleich, der Gleichzeitigkeit, da darf natürlich, nein, ich wollte jetzt beinahe sagen, da darf dann nichts mehr Zusätzliches sein, aber nein, es ist diese Unvereinbarkeit, also wenn es Mars, Uranus, Sonne oder irgend sowas, ich weiß es nicht, aber es ist einfach, da würde jetzt, da müsste jetzt das Hirn dann abschalten und sagen, ich will das gar nicht mehr sehen. Jetzt im Nachhinein natürlich. Also die Zeitungen schreiben ja schlimmer. Die wollen wissen, wo er, ob er Krebs hat oder weiß ich was. Also ich zeige hier etwas auf an einem Beispiel. Und ich sage ausdrücklich, also selbst hier,
selbst mit diesem Ding, das jetzt einfach jetzt sehr deutlich ist. Also, das ist ja sehr deutlich jetzt. Weil, warum laufen die so, die Langsamläufer, so exakt, dass sie dann mit 62 Jahren exakt sind und noch auf das Sande da? Also, ich würde aber nicht einmal dann, ja, also dann erst recht nicht, so etwas, also prognostizieren überhaupt nicht, aber so etwas dann sehen wollen, wenn es denn jetzt, ich sag's mal so, wenn es den Günter Rexroth jetzt noch gäbe, dann wollte ich das, und er wäre jetzt, würde mir da einen Auftrag geben, ich weiß nicht, wegen einer Sitzung oder wegen einer, oder ob er Chancen hätte, Minister zu werden oder irgendetwas. Ich würde das da nicht in den, also ich würde das. Das ist die Antwort, warum die Astrologie in den Prognosen, die sie ja gar nicht macht, die sie gar nicht macht. Falsch liegt, wenn einer dann da vom Weltuntergang und so weiter. Nur, also der ist ja da, also lassen wir das jetzt, ja, also gut. Aber die Astrologiegegner, die irgendetwas schreiben, also die schreiben immer, die Esoteriker oder die Ökenkicker oder irgend so sehen wieder den, sagen wieder den Weltuntergang voraus. Ja, also die haben ja das, erstens haben sie recht, ja, die Welt geht unter, nicht die Sonne, und zweitens ist unsere Welt am Untergehen, ja, wie auch immer. Also es zieht sich alles zusammen, wie gesagt, Saturn und Uranus, jetzt nicht im Horoskop von Herrn Rexroth, sondern im Trigon. Allgemein in der Tagesschau läuft das, in der energetischen Tagesschau. Und das sind die gebremsten und Kreisläufe, die langsamer werdenden und bis zum Stillstand kommenden Kreisläufe. Und die Welt, die wir der Erde aufgesetzt haben, die geht immer wieder mal unter. Aber nicht die Erde, nicht die Natur, nicht Pan, nicht Pluto, nicht die Gestirne, nicht Jupiter, nicht Saturn, nicht Neptun, nicht Uranus, sondern wir, die wir mit dieser Energie nicht umgehen können. Und das ist etwas anderes, wenn die Welt untergeht, als wenn die Erde untergeht. Die Erde geht jede Nacht unter. Aber die Welt, die wir ja aufgesetzt haben, eben nicht. Auf dem Pluto noch, in einem anderen disharmonischen, und da, also da ist der Polus auf der progressiven Sonne und der Saturn auf der Radixsonne. Ja. Und da, in den harmonischen, ist der Saturn auch noch auf der progressiven Sonne und der Pluto auf der Radixsonne. Also die progressive Sonne ist auch unter Saturn. Und der Uranus hier noch auf Pluto im Transit. Und darum zu dieser Zeit. Aber gewirkt hat das da. Das ist ein großer Winkel, ein großer Aspekt. Und diesen Zufall gibt es nicht. Wie es überhaupt keine.
keinen Zufall. Nur wollte ich damit sagen und zeigen den Unterschied von Mars Uranus und Mars Saturn. Also das eine beschleunigt die Kreisläufe, auch den Verkehr, Mars Uranus. Sonst gäbe es ja, sonst wäre es ja nicht die Unfallkonstellation im Schlechten. Im Positiven ist es ja, der Sieg, das Wettrennen, also die Autofahrer, die Ankunft, die alles, was es war ja ein Flugzeug, das abstürzte am 4. Die Umläufe und Kreisläufe und alles, was tickt und was keucht und fleucht. Ja? Und wenn Saturn dazu kommt, dann ist es das Gegenteil. Aber das Gegenteil ist es nicht einfach, sondern es muss dann diese Kreisläufe, Geldkreisläufe, Banken da, nationale Staaten, Politik und Sanktionen und weiß ich was und den ganzen Irrsinn, muss es ja dann, muss der Saturn ja zuerst dann bremsen. Dann bremst er natürlich auch unser Tick-Tack, das wir am Arm haben oder das wir im Herzen haben. Also das wird dann auch gebremst. Und ob das dann beruhigend ist, einfach nur, oder ob es eben den Uranus, den wir brauchen, auch zum Leben, sozusagen wegradiert, jetzt aus der Zeichnung, oder? Das ist dann die Frage. Und hier ist es eben zu, ja, ich sag mal, einfach zu, ja, zur gleichen Zeit. Das war zu. Weil irgendwo ist ja der Mars mit beiden auch verbunden. Es gibt Distanzen und da gibt noch den halben Mars und so weiter. Also der Mars ist immer mit allen Planeten irgendwo verbunden. Sehen Sie, hier ist er. Da konnte er dann gleich auf den, das ist die Sonne gerade am Tag, wo er verstorben ist, geht über den halben Mars und ging am Tag vorher über den ganzen Mars. Und kommt hier noch, was für eine Überraschung, auf den transitären halben Mars. Und der richtige Mars steht hier. Und der Saturn ging da auch über den Mars, der ja seit Geburt rückläufig war und jetzt wieder direktläufig. Es war ein Beispiel, andere haben die Gerüchteküche kochen lassen. Wir haben eigentlich das Horoskop jetzt von Günter Rexroth weggenommen, denn es ging um Uranus, Saturn und Mars und solche Dinge. Und die Realität ist, dass dieser Mann starb und dass Verwunderliche oder Erstaunliche oder daran war eben, wie er starb. Bei den meisten Menschen geschieht etwas, geschieht sehr viel. Und er schlief ein und erwachte nicht mehr. Also so habe ich das mitbekommen. So genau habe ich das auch nicht studiert. Aber einfach, ich habe ihn noch gesehen, glaube ich, in einer Sendung etwa. Wenn es stimmt, ich kann das jetzt nicht verbürgen, aber so um die 14 Tage maximal war er, ich weiß nicht bei welcher, bei einer von diesen Talkerinnen da. Oder auch bei einem. Und dieser Mann kam mir nicht vor, wie wenn er irgendwo, also er kam mir nicht vor wie diese Konstellation, sage ich es mal so.
mir dann bei einem Menschen vorkommen müssten, wenn ich es so erwarte. Ja, da ist der halbe Mars noch auf Mars Saturn, oder? Weil das ist ja Mars Saturn, der Merkur. Der Merkur ist natürlich auch wichtig, ja? Also, das ist natürlich klar hier, jetzt der rote Strich ist gekommen, ja? Die Sonne ging da drüber. Und Merkur, Mars, Saturn, also. Merkur, Mars, Saturn, also das ist ja auch. Aber das ist etwas, was man auch progressiv so allein, wenn dann noch irgendwie etwas anderes ist, das auch nicht so, also das sogar günstig ist und so, das kann man alles gesund überleben. Aber solche Sachen hier sind schwierig. Ja. Und sein Schicksal tut mir leid, und zwar, weil er viel zu jung hinübergewechselt hat. Gute Nacht.